Ja, wir befinden uns hier im berühmten Laderaum 4 der MS Stubnitz. Wir sind gerade dabei, den Parkettboden zu restaurieren, der schon einige Zeit hinter sich hat. Und ich vermute, das letzte Mal wurde so vor 7, 8 Jahren das letzte Mal lackiert. Seitdem ist wieder einiges passiert und wir sind wieder dabei, das mal wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist tatsächlich ein ganz alter Parkettboden. Der war nicht nur auf der MS Stubnitz zu Hause, sondern auch in Rostock, wo er als Hallenboden gedient hat, wo Fischernetze repariert wurden. Dementsprechend hat der Fußboden auch eine lange Lebensdauer. Der Fußboden ist aus Eiche, was für uns super ist. Das ist dickes Material und das sollte ewig halten, wenn man hin und wieder mal ein bisschen Liebe investiert. Wir haben hier schon den Boden einmal komplett abgezogen. Es ist die zweite Lackschicht bereits drauf mit 5% Verdünnung. Und ja, wir sind gerade beim Zwischenschliff und hierbei geht es darum, die letzten Schmutzpartikel und Unreinheiten aus dem Lack rauszuholen und um nochmal neue Haftung bieten zu können für die letzten Deckanstriche. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Wir haben hier unseren Exzenterschleifer. Wichtig ist hierbei nur, dass wir flach mit der Maschine arbeiten, weil wir sonst schnell wieder Durchschleifungen haben, wo das Holz sichtbar wird und was am Ende Flächen ergibt. Beziehungsweise man sieht halt Flecken, die wollen wir natürlich nicht haben. Einige Flecken sind nicht zu verhindern. Man sieht, der Boden ist ziemlich alt. Wir haben hier Brandlöcher von Zigarettenstummeln, wir haben Verfärbung. Aber wenn man mal ehrlich ist, 30 Jahre Calpurnia und Zigaretten würden auch an mir nicht spurlos vorbeigehen. Also machen wir einfach das Beste draus. Ich bin jetzt beim Zwischenschliff. Maschine flach halten, auf keinen Fall verkanten. Im Prinzip muss man einfach nur die Maschine die Arbeit machen lassen und dann wird das schon was.